Ja, hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disney's Tarzan. Und das ist heute die letzte Folge, die ich jetzt so in diesem letzten Ruck hier noch aufnehme. Und wir müssen jetzt dieses Level hier spielen. The Baboon Chase. Verdammt, mein Fenster ist noch offen. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe vergessen, wie meine Steuerung ging. Ach, hier. Ich laufe einfach mal munter an alles rein. Oh Gott. Wie hieß sie denn eigentlich? Jane? Tatsächlich Jane. Ja, das klingt richtig. Oh Gottes Willen hier. Alter. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein verrücktes Action-Level. Ich weich euch doch allen aus. Ich kann auch nicht schlagen oder so. Au. Au. Wie soll ich euch denn ausweichen? Wie? Ach, seht ihr, dass ich... Ich kann doch nicht drüber springen. Vielleicht bin ich tot. Ich kann halt keine... Ich frag mich wirklich, wie ich den Viechern ausweichen soll. Aber anscheinend sind sie jetzt weg, wenn ich das einmal abgeräumt habe. Das ist natürlich jetzt gemein. Ich würde gerne nochmal probieren, wie das geht. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich einfach dieses Level hier überstehe. Verrücktes Action-Level. Scheiße, wie soll man das denn ahnen? Ich kann auch nicht springen. Was soll ich denn drücken, liebe Leute? Ich kann euch nicht ausweichen. Ha. Im Ernst, wie zu... Es ist nicht möglich. Ach, ich habe tatsächlich hier das Bonuslevel gekriegt. Wenn ich das nochmal machen muss, ey. Buggy! Krass, dass ich hier schon wieder alles eingesammelt habe. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich mache jetzt natürlich weiter und ich mache natürlich auch danach weiter. Surfing Bonus Level! Cool. Au. Das geht gar nicht mal so gut. Und jetzt musste ich hier mal laut husten, weil ich kann nie hier alles auf einmal machen. Ach, verdammt, ey. Scheiße. Meine kognitiven Fähigkeiten. Was auch immer ich... Scheiße. Man bekommt wirklich Leben. Für 100 Münzen anscheinend. Lohnt sich also doch, die zu sammeln. Aber ich habe eh immer 3 Leben und da ich das Spiel immer neu starten muss... Trashing the Camp. Ich glaube, wir haben das Spiel sogar bald durchgespielt. Wir sind jetzt der gute, nette... Wie hieß er denn? Hieß er wirklich Türk? Das verstehe ich irgendwas immer. Ich komme da nicht hinan. Heran, hinan, was auch immer. Ich will da hoch. Warum springt der nicht? Gewusst. Hier auch? Oh ne, muss ich jetzt hier alles kaputt machen? Oh, Leben. Leben, das ist gut. Was ist denn los mit euch? Kommt mal klar. Au. Ich erkenne immer nicht, was im Hintergrund ist und was nicht. So, die Kisten, die wackeln. Wie kommen wir jetzt auf die andere Ebene hier? Wie? Hier. Okay, wir müssen noch gar nicht auf die andere Ebene. Andere Ebene meine ich, dass es so 2D-artig ist. Ach, wie cool. Oh,
Was hab ich jetzt gemacht hier? Cool. Danke, Kumpel, nochmal. Ah, okay, das ist das A. Das ist Tar. Zahn A. Haha. Die Münzen, ja, ist auch egal. Au. Ich bin doch euer Freund. Au. Ach so, ich habe überhaupt keine Früchte mehr. Ich muss den Affen einfach nur noch ausweichen. Aber was soll ich denn jetzt machen hier? Ach, ich weiß es. Okay. Sehr cool. Checkpoint! Und hier können wir jetzt irgendwie die Ebene wechseln, oder? Komisch. Komischer Salat hier. Vielleicht wird der Part ja ein bisschen länger. Um euch zu entschädigen für die letzten beiden Parts hier locker unter, ne? Scheiße. Ah, Gott! Dass das Spiel so schwer sein muss. Also so schwer, aber doch. Ich dachte, das ist mal so ein Spaß, so ein altes Retro-Kinderspiel. Nix da. Nach wie vor habe ich alles hier noch mitgenommen immer. Was bitte? Alter, komm mal klar. So. Das kann ich wieder kaputt machen. Immer die Kisten, die wackeln. Und Elefant. Auf den ich sicherlich springen kann. Ähnlich wie das mit den Nashörnern immer der Fall war. Na? Und die Münzen nehme ich jetzt doch mal mit hier, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Ja, oder auch nicht. Jetzt kann ich entweder hier lang gehen. Was hoffentlich die richtige Sackgasse war hier. Nee. Verwirrend. Verwirrendes 2D-Spiel. Was tust du mit mir? So, und wenn das Level jetzt bald wieder zu Ende ist, dann wird der Part wieder so kurz. Gibt's ja nicht. Schweinerei. Bekommt ja hier nichts für euer Geld. Das wär's noch, wenn ich hier mit Geld verdienen würde. Ha! Ha! Naja. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Warum kannst du dich eigentlich nicht festhalten, du blöder Affe? Ey, Tarzan kann das und du blöder Affe kannst das nicht? Willst du mich verarschen? Warum? Ich meine, warum? Okay, Leute, irgendwie geht das anders. Verdammt. Au. Ah, und ich höre immer nicht richtig den Sound, wenn der losspringt. Jetzt. Oh Mann. So, nochmal die andere Richtung. So, lass ich mal ganz viel weg. Jawohl, und Tarzan habe ich schon mal komplett. So, und hier noch die Kiste. Und jetzt muss ich nur noch das letzte Kartenstück finden und dann ist alles gut. Hm.
Hier kann man aber irgendwie noch nach unten gehen, oder? Ich ahne da was. Aua. Und los. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich bin heute so im Rage-Mode drin durch I Wanna Be a Guy. Sag mal, falle ich hier immer durch? Was ist denn hier los? I Wanna Be the Guy, das ist aber ein einschneidendes Erlebnis in meiner Karriere. In meinem Leben. Der Tag, an dem ich den Spaß verlor. Und das Glücklichsein. Und den Glauben in die Menschheit. So. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich dann hier... Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich dann hier... Das Level ist hier doch gleich zu Ende, oder? Scheiße. Wie komme ich denn hier in die vordere Ebene? Bitte, hallo. Das ist ein 2D-Spiel und ich muss da... Ach, nee, oder? Wie ich sowas hasse. Und ich hab's gesehen, da oben ist es. Nein! Ich werd verrückt. Ah, ich hab's. Ich hab's. Wenn ich noch ein paar Mal gegen den Globus... Den Globetrotter... Na? Schaffen wir's. Schon ein bisschen schwach, dass Tarzan viel besser klettern kann als der. Und natürlich mache ich auch mal so, ich stelle Fahnenmassen auf mit einem Schirm obendrauf. Yeah. Dass die Fahne nass wird. So, Bonuslevel noch und Part zu Ende und dann erstmal hier nie wieder spielen. So. Ist das jetzt mein Bonuslevel? Achso, das ist ja mein Bonuslevel hier. Das ist ja aber anders. Ich dachte gerade, hier geht ein normales Level los, deshalb habe ich hier gerade gar nicht... Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich spiele jetzt das Bonuslevel. Wozu spiele ich eigentlich diese Bonuslevel? Welchen Nutzen habe ich davon? Scheiße. Scheiße. Ich bin gerade so ruhig, weil ich mich total hart hier drauf konzentriere. Also ich konzentriere mich hart. Konzentriert ihr euch auch immer hart? Scheiße. Ich hätte gern noch eine Frucht. Es gibt keine mehr. Da unten war noch eine. Mist. 5 Leben, 6 Leben, ja. Und das Problem ist, ich kann jetzt nicht weiterspielen. Ich könnte schon, ich könnte einen Riesenpart drauf rausmachen, aber ich will jetzt gar nicht mehr. Dann muss ich wieder neu starten, dann habe ich nur 3 Leben, bla bla bla. Gut, ne? Ich mache jetzt mal Folgendes. Oh. Campsite. Commotion. Commotion, also. Und ich gehe jetzt mal hier ins Menü und ich will jetzt mal spoilern, wie viele Level wir noch haben. So, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das haben wir gerade gemacht. Das sind doch noch einige. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.